Deutschlands Amateurkicker zeigen Zaubertore. Das sind die Top-Treffer aus dem Februar. Die 1. Schneller als der ICE im Hintergrund ist dieser Distanzknaller von Sufjan Gürhil vom SV Genç Osman aus Duisburg. Richtig geile Kiste. Tor 2 geht nach Thüringen zum FSV Wacker Nordhausen. Hier ist Nils Pfingsten Reddig für die Freistöße zuständig. Und spätestens jetzt weiß jeder, warum. Nummer 3. Dass man sich aber auch in Berlin mit ruhenden Bällen auskennt, zeigt Sebastian Huke von Oberligist Hertha 03 Zehlendorf. Und wenn es dieses viel zitierte Fußballlehrbuch gibt, dann steht dieser Freistoß definitiv da drin. Die 4. Wir bleiben in der Hauptstadt, springen aber eine Liga höher. Hier spielt und trifft Raphael Brandt für Viktoria 89. Und das eben nicht nur in der Regionalliga, sondern auch, wie hier, im Berliner Pokal. Und Tor Nummer 5. Berlin ist allgemein für seine pulsierende Kunstszene bekannt. Und zwar nicht nur in Ateliers, sondern auch auf dem grünen Rasen. Das zumindest zeigt Rifat Gelici von Tennis Borussia mit diesem Fallrückzieher. Nun seid ihr dran. Eure Wahl, eure Stimme, jetzt mitmachen und abstimmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.